Kleine Information vorweg, dieses Let's Play stammt aus dem Frühjahr 2014, deswegen bitte ich Qualitätsschwankungen in puncto Sound, Bild und Kommentar von mir persönlich zu heutigen anderen Projekten zu entschuldigen, wenn ich das trotzdem ja, interessiert, was ich hier so damals angerichtet habe in Mario Party 4, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 4. Wir sind jetzt, ja, in der dritten von fünf vorgesehenen Partys. Und zwar ist das Ganze hier Goombas Gitterwelt, die erste Stage mit der Schwierigkeit 2. Und ich glaube, die war auch etwas mehr glücksbasierend als die ersten beiden. Bin mir aber nicht ganz sicher. Deswegen schauen wir einfach mal rein. Wow, let's party. Goombas Greedy Gala. Willkommen zu Goombas Gitterwelt. Lasst euch durch meine Leonwelt führen. Tja, ich hatte ein wenig Platz, daher habe ich dieses Casino eröffnet. Sehr stilvoll, nicht? Fühlt eure Herzen schlagen und eure Nerven zittern, wenn ihr alles aufs Spiel setzt. Wer von euch wird das Reigen eröffnen? Reisen macht ja gar keinen Sinn. Wir sind mal wieder Letzter. Juhu! Sehr gut, Waluigi fängt an. Danach folgt Mario. Luigi wäre Nummer 3. Yoshi hat den letzten Zug. Für den Anfang gibt es 10 Münzen. Nehmt eure Chancen wahr. Das Spiel beginnt mit dem ersten Stern hier drüben. Okay, ganz am Ende des Spielbretts. Und das Spiel geht weiter. Dieser Stern kann für euch nur 20 Münzen gehören. So, kann euch nur für 20 Münzen gehören. Fängt ja mal wieder gut an. 3 Partys gespielt. 2-mal als Letzter, 1-mal als Erster. Da, wo wir als Erster waren, hatten wir souverän gewonnen. Da, wo wir Letzter waren, war das noch knapp gegen Ende. Mal schauen. Oh, Waluigi kauft sich nicht am Anfang von all seinen Münzen eine Tauschröhre. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Aber da der Computer ja bestimmen kann, mit wem er tauscht, ist das für ihn ja vielleicht doch ganz praktisch. Kriegt doch gleich noch einen Maxi-Pilz. Hat also einen gar nicht mal so schlechten Zug hingelegt. Problem ist, dass er halt wenig Münzen hat. Okay, Mario hat einen nicht wirklich vorteilsbringenden Zug hingelegt. Luigi hat auch nicht vor, wirklich weit zu reisen. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen weiterkommen. Nein. Naja, damit kann zumindest Waluigi keinen von uns plätten mit seinem Maxi-Pilz. Und wir spielen gleich mal alle gegen alle spielen und können theoretisch schon mal in der Minispielreihe nach vorne rücken. Mit Druckerpresse, das haben wir ja schon mal gespielt. Da war es ja ein Unentschieden. Mal sehen, ob ich diesmal den Titel an mich bringen kann. Starten wir einfach mal. Sind nicht kompliziert, einfach nur steuern. Ich habe übrigens vor, wenn wir mit der letzten Party durch sind und noch nicht alle Minispiele gespielt haben, dass ich dann die restlichen Minispiele nochmal kurz im Minispielmodus zeige, sodass wir auf jeden Fall alle Minispiele einmal gesehen haben. So. Und so. Und so. Schubidubidu. Okay, der erste ist weg. Mit Waluigi haben wir übrigens auch die erste Figur, die nicht in allen Mario Partys dabei waren, in diesem Spiel dabei. Und jawohl, diesmal war es auch wesentlich einfacher. Die Computer sind alle früher ausgeschieden. Und die Gegnerkonstellation ist recht lustig. Wir haben einen Wario und wir haben einen Luigi und wir haben die Fusion aus beiden. Also, wow, Luigi. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt Platz 1 an. Und damit ist die einzige Version, mit der wir noch nicht gespielt haben, Daisy, oder? Ich glaube schon.
So, Waluigi hat erstmal Lust, sich wieder zurückzuschleudern. Oh nein. Achso, man kann nur ein Item pro Runde einsetzen, ne? Ich dachte schon, er aktiviert jetzt den Maxi-Pilz und macht uns platt. Ich weiß nicht, was das Waluigi gebracht haben sollte. Denn jetzt ist er ja weiter hinten. Das Einzige, was er kann, ist nochmal beim Itemladen vorbei, da er allerdings keine Münzen hat. Kann er da nicht rein, hat Luigi eigentlich nur weiter nach vorne befördert. Das ist aber wieder so eine stupide Drecksaktion, die ja, Computergegner in diesem Spiel eigentlich fast immer abziehen. Weil die einfach überhaupt keine KI haben, was den Party-Modus anbelangt. Safari kauft sich also einen Maxi-Pilz. Wir müssen echt aufpassen. Jetzt haben schon zwei Computergegner einen Maxi-Pilz. Wir sollten, glaube ich, nicht zu weit nach vorne laufen. Da Waluigi jetzt allerdings letzter ist und wir noch dran sind, könnte der, wenn er in der nächsten Runde den Maxi-Pilz aktiviert, uns alle mit einem Mal platt machen. Okay. Ich möchte kein Glücksspiel machen. So, das war halt, meinte ich mit... Das ist eher schon so ein bisschen glücksgebunden, weil es wird hier halt durch Zufall entschieden, wo man lang geht. Oh, oh, er kommt auf ein Bowser-Feld. Wenn Bowser Jr. kommt, werden nur ihm Münzen abgezogen. Wenn Bowser kommt, wird es, glaube ich, ein globaleres Ereignis. Es kommt nur Bowser Jr. Okay. Von uns allen! Ach, so eine Scheiße! Ja, aber das war Luigi ja mal mega Glück. Der hat keine einzige Münze, ist also mit der Einzige, der nichts verloren hat. Und Bowser kommt auch noch. Ja, deswegen wurde uns allen was abgezogen. Bowser Game. Zu dem hübschen Spielchen in das Bowser Game. Der Verlierer hier bereicht mir die Hälfte seiner Münzen. Na gut, hat eh außer mir keiner was. Das ist, wenn ich nicht verliere, dann schadet das eigentlich niemanden. Wenn ich verliere, hat keiner mehr Münzen. Willkommen. Dieses Mal heißt das Bowser-Spiel. Ballon des Schicksals. Okay, hören wir uns mal die Spielregeln an. Schön, ihr Pfeifen. Ich erkläre euch mal die Spielregeln. Schön aufpassen. Blast Meister Ballons Ballon, Meister Bowsers Ballon ganz groß auf. Ganz groß. Achso, das sagt der andere Kleine da unten, ne? Wählt einen Stampfattacke auf die Puppe hier aus. Kein Stampf! Drückt A, um zu springen, und nochmal A, um einen Stampfattacke auszuführen. Springt und drückt A! Je höher ich springe, desto stärker wird der Ballon aufgeblasen. Je höher, desto mehr Luft! Aber wenn ihr den Ballon zu stark aufblasen oder überhaupt nicht aufpumpt, bekommt ihr ein Eis. Nein, ihr werdet geröstet! Juhu, geröstet! Also, an die Pumpe! Mein Gesicht wird riesig. Okay, wir sind Nummer 2. So, man muss halt gucken, wie groß das Maximum sein könnte, ne? Also auf jeden Fall erstmal ein bisschen Luft rein. Da passt hier noch ordentlich was. Sehr schön. Bei wem der Platz, der hat verloren, verliert die Hälfte seiner Münzen. Wie gesagt, man sollte schon wissen, wie groß der Ballon maximal werden kann, damit man einberechnen kann, wie viel Luft man jetzt noch reinmachen sollte. Okay, versuchen wir mal einen ganz kleinen. Sehr schön. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt schon... Na, Maximum ist oder ob noch viel reinpasst. Scheint auf jeden Fall noch größer zu werden. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch mal eine ganz große gemacht. Oh oh. So langsam wird es, glaube ich, problematisch. Und wir sind als nächstes dran. Oh oh. Nein! Ich habe so oft A gedrückt. Ich habe in jedem Sprung A gedrückt, damit haben wir verloren. So eine Scheiße.
Ihr habt es vielleicht sogar gehört, weil ich den Controller gar nicht so weit vom Mikrofon weg habe. Ich habe jedes Mal A gedrückt. Und zwar jedes Mal sogar auf der Hälfte des Fluges. Nicht irgendwie erst gegen Ende oder so, sondern jedes Mal auf der Hälfte des Fluges. Klar wollte ich keine volle Stampfattacke machen, deswegen habe ich nicht ganz oben A gedrückt. Ja, das war nochmal eine super Runde. Waluigi hat 0 Münzen, Wario hat 1, Luigi hat 3 und wir haben 6 Münzen. Toll. Selbst wenn wir jetzt Münzen holen, wird uns die Waluigi in der nächsten Runde abknüpfen. Deswegen hole ich mir jetzt einfach mal... Nein, wir können uns kein Maxi-Pilz kaufen, dann hole ich mir doch nichts. Nein, ich will nicht die Karte, ich will nichts aufrufen. Oder nichts kaufen. Hey, also wir werden uns in der nächsten Runde sowohl Wario als auch Waluigi übertrampeln. Und uns Münzen abziehen, das wird ja schon mal lustig. Ich spiele mit Luigi zusammen. Ins Netz gegangen, oh Gott, das war doch dieses Fische fangen, wo beim letzten Mal Wario im Training voll abgegangen ist und dann im Spiel nur einen Fisch gefangen hat oder so. Ja, war tatsächlich das. Okay, musste sich langsam anschleichen und mit A konnte man die Fische fangen. Egal, den einen bringe ich erstmal rein. Da sind so viele goldene. Gib mir einen. Einer von den goldenen hier muss doch ins Netz gehen, jawohl. Wir verlieren schon wieder so haushoch. Guckt euch das doch mal an. Die Gegner haben 10 und wir haben 3. Und ich habe von den 3 habe ich jetzt 5 Punkte gemacht. Oder von den 7. Ich verstehe das nicht, wieso mein PC immer so scheiße sein muss und die Computer immer so abgehen. Wenn ich 5 Punkte gemacht habe, dann heißt das, dass Luigi 2 Punkte gemacht hat. Wario und Waluigi haben jeweils 6 Punkte gemacht. Warum macht der Computer das nicht so, dass die Computer zumindest ungefähr gleich stark sind? So hat man doch als Spieler 0 Chancen überhaupt, annäherungsweise dieses Spiel gewinnen zu können. Ich muss dann ja selber mehr Punkte machen als beide CPUs zusammen, also beide Gegner. Und das auf Schwierigkeitsstufe normal. Ach, fickt euch doch. In diesem Spiel kann der PC, der mit dem Spieler zusammenarbeitet, einfach nichts. Der kann nichts. Da kann man nicht gewinnen, wenn man mit dem in einem Team ist. Ja, zieh uns mal alle Münzen ab. Ist schön, wenn du das machst. Ich habe ja eh nur noch 6. Also mit dem Münzstern, mit dem Minispielstern, mit dem Ereignisstern, mit normalen Sternen wird das in diesem Runde nichts. Wir werden mit 0 Sternen dieses Spiel beenden. Weil einfach mein Controller nicht reagiert hat. Ah, okay. Je mehr Münzen man zahlt, umso größer ist die Chance, dass wir beim Stern rauskommen. Wenn man 10 zahlt, ist die Chance, also wenn man nichts zahlt, ist die Chance bei 1 zu 4. Wenn man 5 Münzen zahlt, ist die Chance bei 1 zu 3. Wenn man 10 zahlt, bei 50-50. Und bei, wenn man 20 Münzen zahlt, dann ist man auf jeden Fall da. Ja, zieh die Scheiße mal ein. Du kannst eh keine mehr Münzen abziehen. Ich habe keine. Ich bin eh letzter Platz. Mein Maxi-Pilz bringt mir auch nichts, weil ich eh nicht in die Richtung komme, wo ihr seid. Ich kann nichts mehr verlieren. Jumpt ruhig alle auf mir rum. Okay, die kommen beide Richtung Blau. Wo ist denn der Stern? Ist der auch? Der ist tatsächlich bei Blau, ne? Man kann ja auch mal Luck haben. Und Wario kommt auch noch auf einen eigenen Stern. Und der ist tatsächlich auch noch genau vorm Stern. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so gut. Der wird damit jetzt vom Stern weggelockt. Hat
da haben wir mal ordentlich Münzen gemacht. Willkommen im Casino, Würfel. 10 Münzen. Konnte ich nicht lesen, was da ist. Also höher als er, der bekommt 10 Münzen. Kannst du das für 10 Münzen übertreffen? Natürlich kann er das! Maximalpunktzahl gewürfelt! Sicher! Und Luigi bekommt auch gleich das erste Fragezeichenfeld. Damit sind wir jetzt schon mit Abstand letzter. Wir sind als letzter dran mit Würfeln, haben als einziger keine Münzen. Wir sind als einziger am weitesten vom Stern entfernt, müssen noch durch über dieses Casino rüber, was uns wahrscheinlich noch Pech bringt, haben als einziger kein Fragezeichenfeld berührt. Luigi ist genau vom Stern, hat genug Münzen, also das wird... Also ist die mit Abstand schlecht laufendste Runde. Wir würfeln so eine 2. Oh, das ist die schlechteste Runde, die man jemals gespielt hat, bestimmt in irgendeinem Mario Party. Schlechter kann es einfach nicht laufen. Ja, hey, unsere ersten 3 Münzen. Wir spielen mit Waluigi zusammen, wir gewinnen, schenken wir dem auch noch genug Münzen. Das ist ein Lucky-Minispiel, Zeit für ein Glücks-Minispiel, hey! Das gute alte Roulette wird jedenfalls Zukunft, die Zukunft ändern, oh Mann, ey. Können wir Waluigi sogar noch so Waluigi, ne? Zumindest noch so viele Münzen schenken, dass er sich auch den Stern leisten kann, wenn wir das Ding hier gewinnen. Super! Oh, Kerkerdoppel, ja. Sollten wir gewinnen können, aber wie gesagt, wenn ich verliere, ist der Minispielstern quasi schon weg. Wenn ich gewinne, dann können wir Waluigi damit die Chance ermöglichen, den Stern zu kaufen. Also irgendwie ist das alles scheiße, egal was wir hier machen. Es ist nur zu unserem Nachteil. Ah. Und so. Okay, ich hab's drauf geschafft. Das ist schon mal praktisch. Ich will anfangen. So, dann machen wir das mal. Gut, jetzt müssen wir nur noch Lack mit den Röhren haben. Und das Ding sollten wir gewonnen haben. Nein, ist nicht. Nein, ist auch nicht. Nein, ist auch nicht. Du kannst ja nur noch hier sein. Mal wieder die letzte Röhre, die man ausprobiert hat. War aber mal wieder klar. Oh Mann, wie viele Röhren haben wir jetzt hier schon wieder ausprobiert? Okay. Wir haben sogar noch mal unseren alten Rekord geschlagen. Juhu! New Record. Damit heben wir ab. Auch wenn der Ballon laut Textur gar nicht rauspasst durch das Loch, haben wir es doch durchgeschafft. Und schenken, wie gesagt, Waluigi genug Münzen, dass er einerseits auf Platz 1 springt und andererseits sich den Stern leisten kann, vor dem er gerade steht. Und jetzt aktuell führender in der Minispielliste sein müsste, oder? Hm.
Und damit kommt er auch auf ein Fragezeichenfeld. Damit waren jetzt Waluigi, Wario und Luigi alle auf einem Fragezeichenfeld und wir sind der Einzigen, die noch nicht mal in der Nähe von so einem Feld sind. Weil wir bislang nur Mini-Zahlen gewürfelt haben. Noch nie was Höheres. Also ich glaube eine 4, eine 4 und eine 1 haben wir gewürfelt bislang. Eine 4, eine 4, eine 1 und eine 2 war das, glaube ich, sogar, ne? Oh ne, eine 4, eine 4 und eine 2 müssten das gewesen sein. Wir waren ja erst 3 Runden. Ja, und die Gegner würfeln die 7 und keine Ahnung was. Luigi wird sich jetzt auf jeden Fall einen Stern krallen. Oder auch nicht. Hat schon seinen zweiten Fragezeichen-Stern-Punkt. Wie gesagt, wir sind noch nicht mal in der Nähe von einem solchen Feld. Dafür farmen die sich ja gegenseitig die Münzen hoch. Hey, eine 10! Oh mein Gott, wir kommen vorwärts. Und bekommen dafür ein lausiges Drecks-Item. Und einen Mini-Pilz. So, alle gegen uns. Wenn es jetzt ein Minispiel ist, wo der Einzelspieler bevorteilt wird, dann ist das schön. Was war denn Schaumschläger? Teamspieler müssen Stampfattacken ausführen, der Einzelspieler versucht nicht ins Wasser zu fallen. Wir müssen uns nur bewegen, die anderen müssen Stampfattacken machen. Versuchen von allen Seiten für Wellen zu sorgen. Der Einzelne muss manchmal im Kreise laufen und nicht ins Wasser zu fallen. Ich habe keine Ahnung, wie das gemeint ist. Noch einmal Training, damit ich weiß, was die damit meinen. Okay, die Stampfattacken kommen von verschiedenen Seiten. Und muss ich jetzt nach oben laufen, wenn die Stampfattacke kommt, oder zur Seite laufen, wenn die Stampfattacke kommt? Ja, da hatte ich ja voll die Chance. Also ich habe 2 Sekunden überlegt, du musst 50 überleben oder was? Ich habe auch nicht, keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich bin in die Richtung gelaufen, die hochgegangen ist, und die ist einfach rübergeschwappt, ohne dass eine neue Welle kam. Also, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktionieren soll. Wir werden eh verlieren. Diese Runde werden wir mit 0 Sternen abschließen. Das kann ich hier einfach mal so vorhersagen. Vielleicht stimmt's ja, aber ich gehe mal stark davon aus. Ja, keine Chance. Ihr habt gesehen, ich habe eigentlich alles perfekt gemacht. Da kam eine einzige Welle, obwohl unser Ding gerade stand. Und es kippt einfach komplett direkt über. Da hast du überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Waluigi hat damit jetzt 40 Mützen gesammelt, wir 10. Und damit ist jetzt eigentlich schon fast der Minispielstern entschieden. Der Minzstern ist sowieso schon so gut wie entschieden. Und der Ausruf- oder Fragezeichenstern auch schon. Wir sind am weitesten entfernt von einem Stern. Also, gibt hier nichts zu machen für uns. Wir haben diese Party mit Abstand verloren in den ersten 3 Runden schon. Alle Münzen, die wir jeweils hatten, verloren. Ein Item bekommen, was uns nicht bringt. Und Waluigi kriegt den 2. Fragezeichenpunkt. Das kann nicht wahr sein. Die haben jetzt... Es sind jetzt 3 Computer, die jetzt insgesamt 5-mal gewürfelt haben und 5-mal hintereinander auf ein Fragezeichenfeld gekommen sind. Boah, ich werde doch hier am laufenden Band verarscht. Das ist doch nicht normal. Kannst du auch nicht mehr mit Glück beurteilen, was die haben. Das ist einfach nur vom Computer ercheateter Vorteil. Hier, der hat schon 54 Münzen. Klar, der konnte da 3-mal rüberrutschen. Was will man auch sonst erwarten, wenn man da 3-mal Münzen sammeln kann? Und jetzt werden mir wahrscheinlich wieder alle Münzen abgezogen. Ah. Die größte Scheiße, die ich jemals irgendwo erlebt habe. Ja, Mini-Bowser... Laut nur von Wario 10 Münzen, damit sind wir zumindest nicht mehr letzter. Haben aber trotzdem noch weniger als die Hälfte der Münzen, die Platz 1 hat. Und wir willst du auch eine 1? Nee, eine 3, mal was anderes. Wow. Dann kommen wir, die sind auf das Bob-Umfeld und spielen um 50 Münzen. Oh, wir haben schon wieder nur eine 2. Wir kommen überhaupt nicht vorwärts. Ja.
Luigi hat es da vorhin gesagt, schafft durch Zufall eine 10 zu würfeln. Was würfelst du? Eine 1, okay. Das sollte übertreffbar sein. Eine 2. Oh mein Gott, das zweitniedrigste, was geht, aber wir haben es immerhin gekriegt. Immerhin mal 10 Münzen. Sind wir schon dreimal auf so ein verfluchtes Itemfeld gekommen. Oh, jetzt haben wir 2 Mini-Pilze, was sollen wir mit dem Scheiß? Schon wieder mit Luigi gegen die anderen beiden. Rechts oder links? Ach ja, das war ja das Spiel, was wir im Haushof verloren haben und ich keine Ahnung habe, warum. Weil ich eigentlich alles richtig gemacht habe und trotzdem war der Gegner am Ziel, während wir noch nicht mal oder gerade mal knapp über die Hälfte der Höhle waren. Guck mal, wie die abgehen! Das ist doch nicht normal! Ich habe die ganze Zeit von Anfang bis Ende alle beiden, also A und B, gespammt wie ein Bekloppter, weil da stand A und B gleichzeitig gleich vorwärts. Und ich habe dann, wie gesagt, A und B gespammt wie ein Bekloppter. Und guckt jetzt an, wir sind knapp über die Hälfte jetzt. Und der Gegner ist im Ziel. Das Spiel ist für den menschlichen Spieler nicht zu beschaffen. Nicht zu schaffen. Ich habe dieses Spiel damals schon, als ich noch kleiner war, als ich das damals auf dem GameCube gespielt habe, bestimmt 50 Mal geübt und habe es immer verloren. Dieses Minispiel kann man nicht gewinnen. Es ist unschaffbar. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand es geschafft hat, in diesem Minispiel einen Sieg hervorzutragen, weil es nicht geht. Es geht einfach nicht. In der Steuerungsoption steht A und B gleichzeitig für vorwärts. Und ich drücke am Anfang A, B, A, B, A, B, A, B. Ich klopp auf den Controller wie ein Bekloppter. Und der schwimmt einfach nicht vorwärts. Dann drücke ich langsam A und B, weil ich dachte, vielleicht mache ich es ja zu schnell. Und er geht immer noch nicht vorwärts. Dann drücke ich A und B abwechselnd. Der schwirkt so ein bisschen von links nach rechts und der Gegner ist im Ziel. Super Sache. Also, Waluigi hat jetzt 80 Münzen im Minispielen, wir 20. Und Waluigi hat zusätzlich noch einen Stern unter dem Münzrekord, unter den meisten Fragezeichenfelder berührt. Also Waluigi hat momentan 4, wir 0 Sterne. Luigi hat momentan 2 oder 1 und wir 0 Sterne. Und Wario hat auch noch die Chance auf 2 und wir auf 0. Die schlechteste Runde, die man machen kann. Ja klar, Waluigi hat alle Münzen der Welt, der kann sich jetzt alles kaufen. Tatsächlich, eine größere, eine schlechtere Runde habe ich noch niemals in diesem Spiel gehabt. Ich war noch nie so abgeschlagen letzter wie jetzt. Okay, wenn er das schafft, dann betitel ich den Computer als Cheater. Na also, zumindest das ist noch fair. Bei dem Riesenpech, bei dem Riesenglück, das der bislang hatte, wäre das aber auch eine Frechheit gewesen, wenn er es geschafft hätte. Aber das ist ja sogar noch zu seinem Vorteil, dass er hier kommt. Gut, er kriegt keine 10 Münzen, aber so ist er näher an den nächsten Stern dran. Okay, jetzt um 50 Münzen bitte. Es hat keiner 50 Münzen, dann um 30 von mir aus. Und dann möchte ich aber bitte nicht das Glücksminispiel haben, sondern eins, was ich gewinnen kann. Na, 20 sind auch okay. Aber nicht das Glücksminispiel, ja? Okay. Das linke haben wir zwar noch nie gespielt, aber das rechte habe ich beim letzten Mal eigentlich recht gut geschafft. Ich darf mich halt nicht auf den Sound anhören, sondern ich darf mich halt nur auf die Vibration verlassen. Und das ist halt gut. Aber wie gesagt, der Sound wäre bei mir verzögert. Das würde nicht klappen. Mit A. Konzentration. Das ging sehr schnell, aber wir haben gewonnen. So früh soll man, glaube ich, noch nicht damit rechnen. Deswegen war das jetzt sehr überraschend schon. Ich habe, glaube ich, auch ein klein bisschen später gedrückt, als man drücken konnte. Weil, wie gesagt, ich hatte so früh nicht damit gerechnet. Aber war trotzdem noch schneller als die CPUs. Beziehungsweise noch schneller als die Zeit, die bei Computer auf Schwierigkeitsstufe normal einprogrammiert wurde. Wir haben 56 Münzen. Damit sieht das jetzt plötzlich ganz anders aus, was zumindest den Münzstern anbelangt.
Haben wir jetzt eine Chance, den Münchner tatsächlich zu bekommen?